Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Notruf 112, die Freiwillige Feuerwehr im, ja, Kampagnenmodus mit Pascal. Hallo. Weißt du was? Einfach eine Rettungsdecke geklaut. Also so ein Gerade sagen, Lia ja. Ding Backdecke Das geklaut Item, das von der kennen wir Feuerwehr. auch. Das auch, das Ja. auch. Ja, logisch, dass sie das recycelt haben. Warum nicht? Das kennen wir auch. Da ist der Bohrer, dann die Säcke da. Oh. Kleinflächenbrand. Vielleicht darfst du jetzt sogar löschen. Irgendwas mit Angriffstruppmann, ne? Meldung über Grillunfall im Waldstück. Sie werden angewiesen. Kommen. Grillunfall im Waldstück. Verstanden, Ende. Ich sag mal so, Grillen und Waldstück. Da sollte eigentlich bei jedem alle Alarmglocken direkt losgehen. Das Tierlab kommt mit. Würde ich nämlich auch mitschicken. Wir haben in der letzten Folge den Lehrgang zum Atemschutz gemacht. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch mit dem C-Rohr Atemschutzgerätträger. vorgehen. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Leitstelle kommen, bitte. Erste Lagemeldung. Brand bestätigt. Starke Brandausbreitung. Maßnahmen werden eingeleitet. Kommen. Ich lasse es jetzt einfach mal mit den Stimmen sein, weil es ist einfach nur nervig. Ja, ihr könnt ja mitlesen. Na, ich lese es wohl noch vor, aber ich nehme keine unterschiedlichen Stimmen mehr. Ach Für so. den Geschlecht passend und so. Kein Voice Acting in der letzten Folge. Ja. Das Tierlef bleibt erstmal unberührt. Ja, das ist Backup. TLF. Ah, guck mal, da kommt der Rest weg. Da hat der Gruppenführer gesagt: Ey, warte, raus hier. Wahrscheinlich auch Das sinnvollste war wirklich ein gewesen. Unfall. Sie müssen uns das glauben. Das müssen sie uns glauben, ja. Mann. Ich darf nicht mit Leuten quatschen. Arbeiten. Zweite Lagemeldung. Erstes Rohr unter PA. Löschangriff wird eingeleitet. Oh, Leute. Zielen muss man können. Attacke! Uiuiuiuiui. Du Heilige. Ach. Oh. Oh. Jawohl, campt. Boah, ich glaube, der Campingurlaub ist vorbei, so wie es hier aussieht. Wo ist eigentlich der Typ, in der mich sichern sollte? Das ist die Frage. Na, ah, da ist der vom TLF zumindest. Ja, stell dich halt im Weg. Ich versuche sogar so ein bisschen taktisch vorzugehen und erstmal den Rand halt immer so zu kühlen. Ja. Wenn man zu zweit ist, dann geht das natürlich wesentlich besser.
Was Nasses brennt nicht. Ganz richtig. Zumindest so lange, wie es noch nass ist. Naja, das ändert nichts an meiner Aussage. Wenn der daneben ist, dann verdampft das Wasser natürlich auch alles. Echt schnell. Und dann ist es nicht mehr lange nass. Das stimmt. Hier vorne sieht es übler aus. Okay. Ach, so übel sieht es gar nicht mehr aus. Ist doch schon fast super. Ich soll da hingehen. Gut, so Metallstangen, die immer im Feuer waren, das wird auch. Ja, die sind ein bisschen heiß. Wir brauchen noch eine Weile wahrscheinlich. Soll ich nochmal hier hingehen? Das nochmal kühlen. Löschangriff beendet. Gut. Lösche das Feuer. Ah ja, jetzt, okay. Was war denn das denn? Luftmatratzen? Vielleicht. Werden sie keine Isomatten mehr im Schrank? Ja, keine Zelte mehr. Bin zu faul zum Zusammenpacken, dann brenne ich einfach jetzt einfach nur rum. Und roll den Schlauch rein. Müssen alle auf mich warten. Ja. Kann man nichts machen. Dum, dum, dam. Aber hey, du durfst zum ersten Mal ein Feuer löschen, endlich. Ja. Ich durfte was Sinnvolles tun. Nice. Gerätefachschlüssel. Ich muss sagen, das ganze Konzept mit denen, du machst die Lehrgänge und dann kannst du je nach Einsatz halt immer das machen, was du zuletzt gelernt hast oder was du jetzt am krassesten kannst. Finde ich eigentlich echt geil. Das Ding auch ist, also von der Umsetzung halt, hier. Das ist halt echt Konzept cool, ist. Wenn du Notruf noch nie gespielt hast und das sozusagen als Einsteiger-Tutorial machst. Das ist cool. Der große Unterschied ist ja auch, vor allem für Anfänger halt eben, hier in der Freiwilligen Feuerwehr beginnst du halt eben und arbeitest dich hierarchisch nach und nach halt eben so hoch. Indem du halt eben die ganzen Sachen nach und nach kennenlernst und immer krassere Sachen machen kannst. Und wenn du mit der Freiwilligen Feuerwehr dann fertig bist und du da alles gemacht hast, dann kannst du in die Berufsfeuerwehr gehen. Bei der Berufsfeuerwehr hast du ja von Anfang an eigentlich direkt alles, was du willst. So, das ist wie so eine, du hast am Anfang so eine Kampagne, die du machen musst in der Freiwilligen Feuerwehr, wo du nach und nach alles lernst. Und danach hast du in der Berufsfeuerwehr so halt eben dein Open Gameplay halt eben, wo du dann frei weiterspielen kannst, wie du willst. Ja, es gibt noch einen neuen Dialog. Das lief gut heute bei uns. Sicher, so wie immer bei uns. Oder so ähnlich. Ja, ihr konntet es ja lesen. Ja, warum soll es bei uns auch nicht gut laufen, Tobi, ne? Wir sind noch Profis. Doch da, okay. Ich dachte schon, ihr wäre keine komische Person. Call it eingeparkt. Aber ein alter Fachwerkbauernhof hier. Der ist ja schön. Wir müssen immer Ausschau halten nach Easter Eggs. Dass irgendwo in irgendwelchen Garagen Fahrzeuge drin sind oder so. Das war ja Notruf 1 damals. Dieses eine Fahrzeug da. Ja, aber das schließt ja nicht aus, dass es Angriffstruppen. Ja. Technische Hilfeleistung, Freiwillige Feuerwehr. Das heißt, dürfen sie da wahrscheinlich zu einem Verkehrsunfall oder so laufen. Ja, laufen vor allem. Oder, ja, fahren. Oder eine Ölspur oder irgendwie sowas. Man weiß ja nie. Ist am Ende ja alles technische Hilfeleistung. Ich weiß nicht, wie das in der Realität ist. Aber theoretisch, wenn du jetzt mit deinem Privatauto sozusagen länger brauchst und die halt da halt noch nicht genug Leute haben, kann man dann auch sagen, ey, ich brauche noch ein bisschen, ich fahre direkt zum Einsatzort, weil der vielleicht sogar näher dran ist als bei der Wache, nehme meine Einsatzkleidung mit und der fährt dann einfach mit seinem Privatauto zur Einsatzstelle und trifft die dann dort. Habe ich keine Ahnung, aber ich könnte es mir vorstellen tatsächlich, dass man irgendwie sowas macht.
Dann rüstet sich dann da. Wenn ihr mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. Aber ich könnte mir das gut vorstellen. Das Telef kommt mit. Ich dachte, das ist mein Echo, aber das ist Telef. Oho. Scheint aber Klöchses zu sein. Naja, die Einsätze werden immer krasser. Oha. Oha. Das sieht doch auch nicht gut aus. Aber zum Glück wissen wir, wie man eine Kettensäge benutzt, ne? Ja, stimmt. Den Leckern habe ich auch mal gemacht. Schwupp. Eieiei. Wassertrupp kümmert sich um die Sicherung des Einsatzorts. Ich bin nicht Wassertrupp. Ich bin Angriffstrupp. Das sieht nicht gut aus. Schön, dass ich das auch nochmal sage. Hey, ich muss nicht aufräumen. Ich muss nicht aufbauen. Nö. Du kannst daneben stehen. Na okay, doch, ich muss Bremsblock. Aber nur manchmal, nicht immer. Ja, die KI ist ja auf jeden Fall viel dynamischer als im ersten Teil und vergibt die Aufgabe dir auch. Je nachdem, halt eben, welcher Trupp man ist, aber auch welche Person gerade was frei hat an Kapazitäten. Das ist irgendwie die KI, die sind sich nicht ganz sicher, dass ob ich das jetzt machen soll oder nicht, deshalb blinkt das. Alle alleine machen, oder was ist das? One-Man-Show. Sie da? Wollen Sie noch was tun? War es nicht irgendwie auch in einer der, ich weiß nicht, ob es irgendwie früher mal in einer der Versionen so war, dass eines der LF oder TLFs hatte, das hatte nur zwei Bremsblöcke an Bord. Das kann sein. Aber gut, mit zwei Bremsblöcken kann man theoretisch ein Auto auch sichern, wenn auch mit vier natürlich noch besser. Ja. Das finde ich cool, dass man die trotzdem benutzen kann, aber... Ich glaube, irgendwas läuft hier nicht ganz. Mach ich den Einsatz mal alleine? Die stehen gerade alle rum und schauen sich gegenseitig an. Halligantool, wo ist das denn gleich nochmal? Da ist es doch. Na gut, das ist die Brechstange. Ist noch aus dem Kopf, wo das Halligantool war? Ne. Das habe ich mir natürlich eingeprägt, aber gerade ist es mir irgendwie entfallen. Finde ich das hier vielleicht? Naja. Dum, 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 dum. Aber so nicht schlecht. Machen wir einen Einsatz halt mal alleine, ne? Das ist, ja. Mehr Übung für dich, ne? Na klar. Es besteht ja keine direkte Gefahr. Da kann man den Azubi das auch mal machen lassen. Oh, na. Oh Gott, jetzt muss ich dieses kleine Clipper-Ding finden, ey. Och, wo ist denn diese... Hat die schon jemand rausgelegt? Lass mich raten. Okay. Eigentlich war das auch mein erster Gedanke, wo das ist, aber... dann trotzdem erstmal gesucht. Ah, wie gesagt, wer sucht, der findet. Na? So. Jetzt haben wir das gemacht. Hier kriegst du wieder zwischen die Beine. Muss man noch was machen? Mal den Baum absägen, ne? Das Zeug liegt hier drüben drin. Schnittschutzausrüstung. Jetzt habe ich Schnittschutzausrüstung an. Jetzt kann ich Motorsäge nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass es hier irgendwie die Aufgabe ist, also daher. Na, da war's gerade.
Da. Sehr gut. Es klappt. Von der Höhe, na gut. Kann man drüber diskutieren. Oh, das ist eigentlich der gleiche Einsatz, wie wir damals in der Übung hatten, ne? Ja. Oha, jetzt habe ich auch wieder einen Auftrag. Komm, lassen wir die Motorsäge mal lieber nicht hier liegen. Packen sie wenigstens zumindest ein bisschen aus dem Laufbereich. Okay, wo soll ich das Mist jetzt hinlegen? Ah, legen wir ihn hier hin. Doch nicht. Wo soll ich den Mist denn jetzt hinlegen? Ey, was soll denn das? Ah. Jetzt hat das Spiel auch mitbekommen. Ah ja, nur das Auto hat eine andere Farbe. Hier ist das Halligen-Tool. Gut zu wissen. Ja. Das lag, das lag wahrscheinlich schon auch noch schon auf der Decke bereit. Ja. Haben wir es aber auch gefunden, wenn auch zu spät, aber egal. Ich bin dafür, dass wir das Stativ aufbauen. Wobei, nee, ich bin dafür, dass wir jetzt ganz vorsichtig vorgehen. Und immer nur das machen, was wir machen sollen. Weil das Spiel sonst verwirrt sein könnte. Dum, 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 ein verwirrtes Notruf will keiner haben. Naja, da lag's. Leute, das kann man doch nicht machen hier. Ah ja, schau mal hier. Das funktioniert doch alles schon viel besser als vorher. Zack. Der muss dringend ein paar Dinge klären. Alles klar. Ey, Leute. Also, Hydraulikspreizer, das geht auch mit dem Halligen-Tool. Also echt mal. Strengt euch mal selber ein bisschen an. Naja, wie man unschwer erkennt, bei. Alle lasch geworden, ne? Kinder strengt sich mal körperlich selber an. Alle sind noch die Hydraulikarbeiten. Was war jetzt meine Aufgabe? Haha. Ich darf ein Holz. Mal Feuer löschen, mal Baumstämme wegtragen. Okay, ich hab das Ding nicht ganz getroffen. Boah. Oh. Warum nicht? Ah, guck mal, ich nehme das Große. Dumm. Ich bin groß und stark. Du kannst das kiloschwere Teil auch weglegen, mein Freund. Der will es aber spazieren tragen. Weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Jeder hat andere Hobbys, Tobi. Wenn man jetzt auch gleich noch die Scherben aufsammeln würde. Wäre nett. Alles okay bei Ihnen? Entschuldige. So, da das Auto jetzt nicht mehr wegrollen kann. Ich finde, man bräuchte eigentlich, wenn man die Motortaste in der Hand hat, dann müsste man eigentlich noch eine Taste drücken, um sie anzuschalten. Weil das ist halt immer dauerhaft anders, wenn man die trägt, einfach nur, das finde ich doof. Ja, das stimmt. Das wäre noch so ein Feature. Ah, Feature. Schließe Gerätefach. Was haben die denn da oben gemacht? Ach, einen Besen geholt, oder wie? Wahrscheinlich. Oh, ich wollte fies sein und die Leiter mit dem drunter wegklappen. Hehehe.
So. Und ab nach Hause. Na. Ja. Haben auch den Einsatz jetzt im zweiten Anlauf geschafft. Und ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Und was wir dann in der nächsten Folge machen, na gut, den Lehrgang vom Maschinisten, ne? Das ist kein großes Geheimnis. Aber bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das lief doch gut. Wir sind früher fertig geworden als gedacht.